Sind Sie schon registriert? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Heute ist wieder ein Mitglied da aus unserem Gremium, nämlich Dr. Kurt Müller. Und er hat etwas mitgebracht, nämlich das Thema, wie man Borreliose auch wirklich therapieren kann und sollte. Und wir beziehen uns auf eine ganz wertvolle Sendung, die er schon mal gemacht hat zum Thema Borreliose. Nur konnten wir da noch nicht in die Therapie eintauchen. Das werden wir heute quasi als Teil 2 gerne machen. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen unseren Arzt auch zeigen, Dr. Med. Kurt Müller. Ganz herzlich willkommen, lieber Kurt. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir müssen ja mit dieser Sendung ein bisschen Schulden auftragen. Es wurde bei der letzten Sendung, als wir über den Bewegungsapparat und Borreliose sprachen, von einigen Zuschauern bemängelt, dass wir nicht über Therapie gesprochen haben. Mhm. Das hatte natürlich Gründe. Wenn man 30 Minuten über die Krankheit redet, kann man nicht so in 2 Minuten am Ende ein bisschen Therapie dazu mogeln. Dazu ist es zu schwierig, das Thema Therapie. Dazu ist es auch zu umfassend und zu komplex. Mhm. Also man tut es besser in eine eigene Sendung und das tun wir hiermit. Danke vielmals. An den Anfang der Sendung möchte ich hier ein bisschen stellen, warum müssen wir denn über Borreliose so viel über Therapie reden? Warum gibt es nicht eine einfache Lösung? Es ist eine Infektion und man sagt, das macht man und alle machen das Gleiche und das Thema ist erledigt. Warum fordert uns dieser Erreger besonders heraus? Was sind seine Tricks? Und wie können wir diesen Tricks begegnen? Aber welche Schwierigkeiten machen uns auch die Tricks, die er eben besitzt? Mhm. Eins muss man sagen, die Krankheit ist ja neu. Sie ist 1983 überhaupt erst erkannt worden, die Lyme-Borreliose. Der Erreger selbst war bereits 1905 identifiziert worden. Aber es war nicht erkannt worden, dass Krankheiten daran hängen. Die ersten Hautkrankheiten, die hatte man bereits um die Jahrhundertwende Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert beschrieben. Also die vielen Hautkrankheiten, die wir heute assoziieren, findet man damals bereits. Und keiner hat allerdings gewusst, dass sie mit Borreliose etwas zu tun haben. Der Fund beim Ötzi hat gezeigt, dass bereits vor 6000 Jahren Borreliose im Körper von Menschen zu finden war. Mhm. Also es ist eine alte Krankheit und deshalb hat der Erreger bereits gute Anpassung an unsere eigenen Funktionen. Das muss man wissen, weil sich daraus natürlich auch Schwierigkeiten bei der Therapie ergeben. Mhm. Das Erste, was ich hier schematisch auf diesem Bild dargestellt habe, ist, dass das Anheften von Antikörpern nicht gut klappt bei den Borrelien. Wenn der Körper eine Infektion identifiziert, beginnt er zunächst Antikörper zu bilden. Mit den Antikörpern markiert er auch den Erreger als etwas Fremdes, gegen das er vorgehen will. Und in der Folge der Antikörperbildung kommt es dann zur Bildung eines sogenannten Membranattacke-Komplex bei der Komplementreaktion. Und das ist die erste Waffe, mit der der Körper dem Erreger zusetzt, noch bevor eigentlich Immunzellen aktiviert sind. Und da kann die Borrelie bereits dagegen operieren. Sie kann nämlich die Antikörper von der Oberfläche abstreifen. Dadurch wird sie für das Immunsystem nicht identifizierbar und der Körper bildet auch nicht diesen Membranattacke-Komplex. Mhm. Also die Borrelie ist auf unseren eigenen Trick, den wir haben, vorbereitet und kann bereits in dieser frühen Phase versuchen, die Attacke des Körpers zu verhindern und kann sich dadurch natürlich viel ungehemmter ausbreiten im Körper. Hier habe ich das angezeigt mit dem roten Kreuz, also keine Bildung dieses Membranattacke-Komplex. Und das, was ich jetzt sage, ist in dieser Arbeit auch dargestellt. Und da hat sich gezeigt, dass dann, wenn Antikörpermengen gering waren, dass die Erregermengen hoch waren. Und das ist genau umgekehrt zu dem, was wir eigentlich offiziell bei der Krankheit sagen. Wenn wir keine Antikörper finden oder wenig, sagen wir, es ist gar nichts los.
Dabei ist das Gegenteil der Fall. Oh Gott. Bei den Menschen, die wenig Antikörper haben, hat der Erreger besonders gute Karten, sich auszubreiten. Und wir sehen das in den blauen Säulen. Die blauen Säulen sind dann da, wenn keine Antikörper da sind. Und die Erregermenge nimmt in den lilafarbenen Säulen deutlich ab, wenn die Antikörpermenge vorhanden ist. Also der Erreger entzieht sich hier schon unserer ersten Verteidigungswaffen. Aber dass er eine geringe Antikörpermenge hat, das, ich meine, das sind ja sehr viele Fachleute, Ärzte, die das wahrscheinlich jetzt falsch deuten, oder? Es wird regelmäßig falsch gedeutet, dieser Sachverhalt. Wir sprechen auch fachlich von sogenannten Immun-Escape-Mechanismen. Das sind Mechanismen, wie der Erreger mit seinen Tricks unseren eigenen Verteidigungswaffen eben aus dem Weg gehen kann. Und das muss man wissen, auch wenn wir nachher über die Mittel sprechen, die wir einsetzen wollen. Es gibt keine Mittel bei Infektionen, die ausschließlich über das Mittel wirken, sondern alle Medikamente brauchen immer eine Kooperation mit dem Immunsystem. Mhm. Und wenn die wegfällt, wirken auch die besten Mittel nicht gut. Denn sie brauchen ein Interagieren mit dem Immunsystem. Mhm. Und dieses Interagieren, wenn wir gerade davon sprechen, sehen wir hier, in diesem Bild, und da geht es um die sogenannten CD57 positiven natürlichen Killerzellen. Und das sind Zellen, die wir zur Abwehr eben benötigen, gerade bei der Borreliose. Und da hat eine amerikanische Publikation gezeigt, dass bei Borreliose-Patienten, die oft erniedrigt sind. Um das zu erkennen, gucken wir auf den linken Teil des Bildes und wir sehen in dem linken Teil vier Felder. Und wir nehmen das linke obere Feld links außen. Das ist die normale Dichte solcher natürlichen Killerzellen, wenn sie gesund vorkommen. Und dann gucken wir dorthin, wo ich den Kreis drumherum gemalt habe. Und das ist die Dichte, wie wir sie bei Borreliose-Patienten finden. Da sehen wir, dass die Zahl der Zellen, jeder Punkt gibt eben eine solche Zelle an, dass die deutlich reduziert ist, dass die Punktierung deutlich dünner ist. Also das fehlt diesen Menschen. Das ist wieder eine weitere Schwächung in dem ganzen Abwehrsystem. Dann müssen wir anschauen, was hat der Erreger selbst noch für Tricks auf Lager? Und da sehen wir uns schematisch diesen Biofilm an. Und der Erreger zieht sich in Biofilm zurück, um dort geschützt zu sein und auch um sich dort vermehren zu können. Und was wir sehen, links außen ist so ein intakter Biofilm. Und dann attackieren wir mit etwas den Erreger. Und dann sehen wir, dass der Erreger sich je nach Vermehrung ansiedelt. Das heißt, vermehrungsaktive Erreger werden nach oben gelagert. Träge Formen werden im Inneren des Biofilms gelagert. Das sind die künftigen Überlebenden. Mhm. Die gehen Ruheformen ein. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Und der Körper opfert praktisch strategisch die Hochvitalen, um mit den ruhenden Formen zu überleben und die Attacke des Körpers oder auch die Attacke durch unsere Therapie überstehen zu können. Und ich habe in dem unteren Teil des Bildes, das ist wahrscheinlich über den Fernsehschirm nur schwach zu erkennen, bei verschiedenen Krankheiten, eben dem Erythema migrans links außen, der Morphea, die zur Borreliose gezählt wird, und dem Lichen Sclerosus et Atrophicus, habe ich solche Erregeraufenthalte in solchen Biofilmen dargestellt. Und hier ist nochmal die Schichtung besser dargestellt. Also je nach Aktivität der Erreger schichtet er sich, und im unteren, das rotbraune, unten im Kern, das ist die inaktivste Form. Die ist auch nicht mehr geschlängelt und länglich, wie die Borrelie ist, sondern die nimmt zystische Rundformen an, diese Formen. Und ich vergleiche sie immer mit den Sporen, die die Schimmelpilze bilden können. Die Schimmelpilze können in dieser Sporenform, können die im Gletscher überleben. 130.000 Jahre können sie mit dem Gletscher zum Tal wandern, und dann, wenn sie wieder auftauen, mit dem Wasser herausgehen, sind sie lebensfähig und haben 130.000 Jahre im Gletscher überstanden. Und das ist vergleichbar ein bisschen eben zur Sporenbildung bei Schimmelpilzen, was die Borrelie hier macht. Mhm. Wenn nur noch solche Ruheformen vorliegen,
haben wir kein immunologisches Erkennungsmerkmal, dass wir erkennen, dass das der Fall ist. Denn die haben keinen Stoffwechsel mehr, sie interagieren nicht mehr mit dem Immunsystem. Wir brauchen bei immunologischer Erkenntnis brauchen wir immer ein Wechselwirken zwischen dem Täter und unserem Körper. Wenn gar keine Wechselwirkung stattfindet, weil der Erreger so stoffwechselträge ist und sich in der Oberflächenstruktur so unauffällig verhält, kriegen wir keine immunologischen Signale. Das heißt, wir können nicht sagen, ob Heilung da ist. Das wird auch immer verkannt. Ich mache so sehr darauf aufmerksam und sage immer, meinen Patienten habe ich, auch wenn der Befund gut war, nie gesagt, sie sind geheilt. Höchstens stabil, oder? Sondern ich habe gesagt, sie haben eine ruhende Infektion. Ob sie geheilt sind, können wir erst langfristig sagen. Wenn dann 5, 6, 7, 8, 9 Jahre Ruhe ist und nichts mehr passiert und kein Rückfall kommt, dann können wir über Heilung nachdenken. Aber nur zu glauben, weil wir immunologisch einen unauffälligen Befund erheben nach einer Behandlung beispielsweise, dass wir sagen können, so, jetzt sind sie geheilt, da sage ich nur vorsichtig. Aber Umkehrschluss heißt, du und ich könnten auch eine ruhende Borreliose haben und erst dann, wenn das Immunsystem mal total geschwächt wäre, könnte das zum Ausbruch kommen? Ja, was du ansprichst, sehen wir jetzt gerade in der Post-Covid-Zeit. Denn wir sehen, dass viele solcher ruhenden Infektionen nun aufbrechen bei den Patienten. Es brechen auf einmal Borreliosen aus von Patienten, die von Borreliose nichts wussten. Das trifft aber nicht nur die Borreliose. Wir sehen das bei Epstein-Barr-Virus, bei vielen Erregern, die nun hochkochen. Wir haben alle ein gewisses Maß an Erregern im Körper in schlummernder Form. Und können dann bei schlechten Bedingungen im Körper und von außen natürlich Reaktivierungen erleben. Dann ist noch etwas anderes zu sehen. Und diese Aufnahme verdanke ich dem amerikanischen Forscher Donta, den ich in Nordrhein-Westfalen bei einer Tagung getroffen hat. Und der konnte zeigen, dass die Borrelien sich in Lysosomen der Makrophagen einnisten. Und die Lysosomen haben eigentlich die Aufgabe, Erreger zu zersetzen, zu zerkleinern. Also die Erreger sollen attackiert werden durch das Abwehrsystem und dann sollen die attackierten Erreger von den Makrophagen praktisch gefressen werden und im Innern zersetzt werden. Und diesem Zersetzungsprozess können sich die Borrelien widersetzen, weil sie den sehr sauren pH-Wert in diesen zystischen Regionen ausgleichen können. Dann nehmen die den Ort, in dem sie zerlegt werden sollen, eigentlich als Vermehrungsort. Und das sehen wir auf dieser Abbildung. Das heißt, in der Zelle nimmt die Erregerzahl zu und auf einmal platzt dann diese zystische Form und die Erreger schwärmen in den Körper aus. Und dann sehen wir also, welche perfiden Möglichkeiten der Erreger hat. Und das müssen wir bedenken, wenn wir über Therapie gleich reden. Und das ist, glaube ich, das Letzte, was ich noch zeigen wollte. Der Erreger versteckt sich einfach auch. Und da habe ich dargestellt eine Kollagenfaser des Bewegungsapparates. Und dort geht er gern hinein. Wir sehen, ich habe es dort markiert mit diesem Pfeil, Borrelia burgdorferi. Dieses längliche ist eben eine Borrelie in einer solchen Kollagenfaser drin. Warum geht die Borrelie ins Kollagen? Der Hintergrund ist, sie mag die Wärme nicht. Sie hält sich auch in Blutgefäßen nur kurz auf, flüchtet immer gleich aus der Blutbahn, anders als der Syphilis-Erreger, der die Wärme der Gefäße, des Blutbahn liebt, dadurch auch in Schleimhäuten sich gerne aufhält. Drum ist die Syphilis eine Geschlechtskrankheit, weil der Erreger an Schleimhäuten sitzt, natürlich auch beim Geschlechtsverkehr dadurch gut übertragbar ist. Bei der Borrelie nimmt man das bisher nicht an, obwohl es eine Publikation gibt, die auch das durchaus diskutiert. Die Sehne ist kalt. Sie hat keine Blutgefäße. Ja. Sie wird von außen ernährt. Das heißt, es ist ein kühles Gewebe. Das trifft auch jetzt für den warmen Sommer zu. Das heißt, Hitze ist für Borreliose-Patienten nichts, Sauna ist nichts. Wir kommen am Ende zur Hyperthermie, da kann es wieder ein Vorteil sein. Aber grundsätzlich ist die Wärme nicht günstig, weil sie treibt eigentlich die Borrelie in den Sehnenbandapparat hinein und wir kommen mit den Abwehrzellen dort nicht hinein. Das heißt, sie hat einen Hort, wo sie ein kühles Medium hat, was sie gerne haben möchte. Und sie hat einen Ort, wo die Abwehr von uns gar nicht gescheit hinkommt. Und das sind also so ein bisschen die Überlebensstrategien. Dann ist noch die Frage,
Wie weisen wir denn eine Borreliose nach? Dieser Streit wogt bis heute und ich habe mich ihm eigentlich entzogen. Ich rede da nicht mehr länger auf Tagung mit, weil es ist ausgesprochen irrational, was da geschieht. Wir haben am Anfang gesehen, wie unzuverlässig die Antikörperbildung ist und dennoch ist es nach wie vor so, dass ohne Antikörpernachweis die Diagnose offiziell nicht gestellt wird. Und wir haben längst in vielen Studien nachgewiesen, dass sich das sehr gut an Lymphozyten testen lässt. Das heißt, wir fragen Lymphozyten, habt ihr im Körper Kontakt mit Borrelien? Kennt ihr die? Und es ist so, dass wir Lymphozyten nur aktiv halten, wenn sie sich aktuell mit einem Problem befassen. Mhm. Wenn das Problem ruht und nicht mehr präsent ist, baut der Körper die Lymphozyten, die auf das Thema geeicht sind, baut er ab. Das muss er machen aus Ökonomisierungsgründen. Wenn wir für alles, womit wir im Laufe des Lebens Kontakt haben, die Reaktionspartner laufend vorrätig halten würden, würden wir nach und nach wie ein Elefant groß werden müssen, damit wir das alles unterbringen. Also der Körper muss immer sagen, was lege ich ins Regal ab und was brauche ich aktuell? Dafür hat er Gedächtniszellen für das Ablegen. Da reduziert er den Zellbestand durch Ökonomisierungsprozesse außerordentlich gut. Und wenn der Prozess wieder kommt, dann sagen die, hallo, das kennen wir und reaktivieren. Und das können wir eben untersuchen. Und wenn eben in einem solchen Lymphozyten-Transformationstest eine Reaktion auf Borrelien-Antigene stattfindet, dann setzt der Körper sich auch aktuell damit auseinander. Und die Untersuchungen nach Therapie haben gezeigt, ich werde das nachher auch bei eigenen Dingen zeigen, dass bei erfolgreicher Therapie eben auch der LTT runtergeht. Er wird unauffällig. Und warum diskutiert man nicht über diese Sache? Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Das ist irrational. Das nationale Referenzzentrum besteht darauf. Die Neurologie diagnostiziert keine Neuroborreliose ohne Antikörpernachweis im Liquor, obwohl der Professor Stürle, ein slowenischer Professor, der sehr lange im Borreliose-Thema geforscht hat, nachweisen konnte, dass er aus Liquor ohne Antikörper Borrelien bei Neuroborreliose züchten konnte, obwohl der Antikörperbefund völlig unauffällig ist. Also diese Korrekturen, die aus meiner Sicht so dringend nötig sind, erfolgen sehr zäh. Und nun gehen wir ein bisschen in die Therapie und ich will als erstes die Antibiotika ansprechen. Da werden viele der Zuhörer sagen, schon wieder Antibiotika. Das darf man wirklich nicht so sehen. Man muss überlegen, wann ist welcher Weg der beste, welche Alternativen hat man, wenn bestimmte Wege nicht funktioniert haben. Ich kann nicht alle Antibiotika ansprechen. Es sind zu viele, die versucht wurden. Ich habe die herausgenommen, die aus meiner Sicht einen gewissen Sinn machen und die in der Bewertung Risiko-Nutzen eine akzeptable Risiko-Nutzen-Bilanz haben. Viele haben das nicht. Und da haben wir aus der ersten Gruppe, aus der Beta-Lactam-Gruppe, haben wir das Ceftriaxon. Ich werde es nachher noch ein bisschen besprechen, was es macht. Es hat eine relativ gute Wirkung. Es hat einen großen Nachteil. Es ist teuer und es ist aufwendig, weil es infundiert werden muss. Das heißt, die Patienten müssen jeden Tag zum Arzt. Es muss jeden Tag eine Infusion gemacht werden und es kostet Geld. Und von daher, es gab eine Zeit lang einen Boom mit diesem Mittel und der ist inzwischen abgewogen, weil es preiswertere Mittel gibt, die Vergleichbares leisten oder sogar besser leisten und auch weniger Nebenwirkungen machen. Ich werde es später noch einmal zeigen. Das Ceftriaxon hat hinsichtlich der Gallenblase eine gewisse Gefährlichkeit, weil es zu einem Ausfällen und Dicken der Galle kommen kann. Wir sprechen von einem Sludge-Phänomen. Dann kommt es zu einer akuten Gallenblasenentzündung bis hin zur Perforation. Das ist gar nicht so selten dabei und insofern ein Mittel mit kräftigen Nebenwirkungen. Dann habe ich die ich herausnehme, die habe ich im fetten Druck gemacht. Darunter habe ich das Amoxicillin dargestellt. Das Amoxicillin auch deshalb, weil es bei Kindern bevorzugt eingesetzt wird. Viele der Mittel, die wir haben, sind für Kinder nicht zugelassen, jedenfalls bis zu einem bestimmten Alter nicht.
und können deshalb nicht eingesetzt werden. Amoxicillin kann auch bei kleinen Kindern genommen werden. Aber Amoxicillin ist aus meiner Sicht das Antibiotikum mit den meisten und schnellsten Nebenwirkungen. Es macht ganz häufig Arzneimittelallergien. Bei keinem Antibiotikum ist diese Rate so hoch. Es ist ein Antibiotikum, das die Rate oder die Gefährlichkeit der Auslösung einer Hefeinfektion des Darmes besonders hoch hat. Antibiotika haben das als Komplikation alle so ein bisschen im Beiboot dabei. Klar. Aber das Amoxicillin ragt da nochmal heraus. Dann haben wir die Gruppe der Tetracycline. Und das ist die nach wie vor auch von den nationalen Referenzzentren favorisierte Arzneimittelgruppe und da das Doxycyclin. Etwas besser wirksam ist das verwandte Minocyclin, das aber auch wieder etwas stärkere Nebenwirkungen hat, weil es kann den Hirndruck erhöhen, es kann Schwindelanfälle machen, der Kopfdruck kann wirklich sehr lästig sein und unangenehm sein. Es ist dafür weniger lichtempfindlich machend als das Doxycyclin. Das Doxycyclin ist jetzt im Sommer nicht einfach anzuwenden, es sensibilisiert gegen Licht und es kann lichtinduzierte Ausschläge dann geben. Für die Kinder ist zu beachten, dass es vor dem Abschluss der Zahnentwicklung eine Gelbfärbung der Zähne macht und kann deshalb eben bei Kindern erst angewendet werden, wenn die bleibenden Zähne alle da sind. Also das sind nicht unerhebliche Einschränkungen. Wir werden nachher noch sehen, was Frau Safi, eine amerikanische Forscherin, außerdem festgestellt hat hinsichtlich der Wirksamkeit, die nicht wirklich überzeugt. Jetzt kommt aus der Gruppe der Makrolide das Azithromycin, ein Mittel, das ich gerne angewendet habe, weil es einfach ist in der Anwendung. Man nimmt eine Tablette pro Tag mit 500 Milligramm und braucht es nur 3 Tage in einer Woche zu nehmen. Es hat eine hohe Halbwertszeit, das heißt, es baut sich langsam ab. Das heißt, in 3 Tagen hat man einen Gewebsspiegel erreicht, der sehr gut wirksam ist gegen die Borreliose. Man kann also nach 3 Tagen aufhören, es zu verwenden. In den 4 folgenden Tagen der Woche habe ich ein anderes Mittel eingesetzt. Das sehen wir unten, das Hydroxychloroquin. Mhm. Das hatten wir jetzt auch diskutiert bei den Covid-19-Infektionen. Und es wurde so schlecht gemacht in der öffentlichen Darstellung. Und jetzt die Nachbearbeitung hat gezeigt, dass es sehr wohl ein gutes, wirksames Mittel auch dort war. Bei der Borreliose hat es sich sehr mir bewährt, es in Kombination mit dem Azithromycin einzusetzen. Ich habe es also so genommen, Tag 1 bis 3 Azithromycin, 500 Milligramm, eine Tablette täglich und dann Tag 4 bis 7 der Woche dieses Hydroxychloroquin mit 200 Milligramm bis zum 7. Tag. Und diesen 7-Tages-Zyklus habe ich 3 bis 4 Mal durchführen lassen. Ich zeige das nachher nochmal. Die Erfolge der Behandlung waren außerordentlich gut und die Nebenwirkungen vergleichsweise gering. Die Darmflora wird relativ wenig beschädigt, also diesbezüglich eine gute Verträglichkeit. Es gibt allerdings ein Problem bei beiden Mitteln. Sie können EKG-Veränderungen machen. Und es kommt in einer Strecke des EKGs, die wir QTC-Zeit nennen, kann es zu einer Verlangsamung des Erregungsablaufes beim Herzschlag kommen. Eigentlich merken das die Menschen, merken das nicht. Man sieht es erst im EKG und man muss deshalb, wenn man diese Kombination anwendet, einmal pro Woche ein EKG machen. Es gibt eine Grenze, wie lang die Zeit da sein darf. Wenn diese Zeit überschritten ist, muss man die Behandlung mit diesem Mittel abbrechen. Etwa 5% der Behandelten entwickeln diese Komplikation. Aber 95% haben auch einen sehr, sehr guten Effekt. Und das ist eben das, was ich sagte mit der Wirkung. Und das ist eine Arbeit von Frau Sapi. Und da hat sie gezeigt, wenn wir mit Amoxicillin behandeln, sind immer noch hernach 30% der Spirocheten lebend. Das heißt, wir haben nicht mal alle abgetötet. Dann bei den Rundformen bleiben auch 30% aktiv. Also die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem Amoxicillin, was wir bei den Kindern gerade einsetzen, am Ende wieder etwas losgeht, ist außerordentlich hoch.
Auch das Doxycyclin, was vom Nationalen Referenzzentrum empfohlen wird, ist nicht wirklich gut. Es ist in Bezug auf die lebenden Erreger eher günstig, aber bei den Rundformen, das heißt, da ist die Rate extrem hoch. Das heißt, es veranlasst das, was wir am Anfang gesehen haben in dem Biofilm, dieses Erzeugen eines nicht erreichbaren harten Kerns an Überlebenden, ist die Rate extrem hoch bei diesem Doxycyclin. Das heißt, es erzeugt schnell einen Behandlungsfrieden und wir denken, aha, wir haben das geschafft, weil der Patient sagt, ja, mir geht es auch besser. Dabei ist das nicht mal ein Waffenstillstand, den wir dort erzeugt haben. Das Metronidazol ist ähnlich, wobei es den Vorteil hat, bei den runden Formen eher wenige zu erzeugen. Aber es ist eben auch nicht gut abtötend auf die lebenden Formen. Und es wurde deshalb in Kombination eingesetzt mit dem Ceftriaxon am Anfang. Das ist aber schon eine harte Therapie. Und was so gut wie nicht beachtet wird, das Metronidazol kann nicht beliebig oft eingesetzt werden. Das steht im Beipack drin. Eigentlich soll es nur einmal im Leben gegeben werden, maximal 10 Tage und dann nicht mehr. Und wir brauchen aber wiederholbare Behandlungen, weil eben die Krankheit zu Rezidiven neigt. Von daher in der Kombinationsbehandlung mit dem Ceftriaxon zunächst mal gut wirksam, aber hinterher, wenn es wieder gebraucht wird, eigentlich auszuschließen. Das will ich gar nicht groß besprechen. Es ist eine Folie, die darstellt, wie unterschiedlich die Verstoffwechslung der einzelnen Menschen ist bei Antibiotika. Es zeigt die Gene, die wir brauchen, um abzubauen. Und da sind wir sehr unterschiedlich leistungsfähig. Und bei der Verordnung von Antibiotika kontrolliert das kein Mensch. Und es ist eher die Patienten, die das wissen, die sagen, ich vertrage Antibiotika immer schon schlecht. Als Kind ging es mir nicht gut danach, wenn ich die bekommen habe. Das sind Menschen, die bei diesen genetischen Enzymen, das Zytochrom P450-3A4 habe ich genommen und das Zytochrom P450-2D6, die sind beide sehr wichtig in diesem Stoffwechsel. Die haben wir aber sehr unterschiedlich leistungsfähig und wir beide haben mit großer Wahrscheinlichkeit kein gleiches Leistungsvermögen bei diesen Enzymen. Und das bedingt, warum beim einen Patienten etwas gut geht und der andere kommt mit der gleichen Behandlung äußerst schlecht klar. Das heißt, diese Unkenntnis gehen wir beim Behandeln bewusst ein. Wir prüfen das nicht vorher und gucken halt, ob es geht oder nicht geht. Ein schlechter Zustand, ich bemängel das seit langem. Auf diesem Bild habe ich Kombinierbarkeiten dargestellt. Die Mittel, die wir haben, sind mit Zahlen versehen und rechts außen kann man sehen, was kann man kombinieren. Ich würde die Folien als PDF für Patienten gerne zur Verfügung stellen, denn das können wir nicht alles hier besprechen. Dann können Sie das gerne nachschauen, was geht. Und jetzt gehen wir dorthin, was können wir denn außer Antibiotika sonst noch machen? Hier habe ich jetzt noch die Laboruntersuchungen, die wir brauchen bei der Kontrolle während der Behandlung. Das ist das kleine Blutbild, Leberwerte, das Bilirubin, das ist der Gallenfarbstoff, der ist besonders wichtig eben bei dem Ceftriaxon und dann auch den Stoffwechsel von Pankreas und die Blutgeringung. Wichtig ist ein Ultraschall der Gallenblase, zumindest wenn das Ceftriaxon eingesetzt wird, wegen dieser Schlammbildung von Galle in der Gallenblase. Das EKG brauchen wir wegen der Verlängerung eben dieses Erregungsablaufs. Und dann etwas wichtig, das hatte ich vorhin bei dem Hydroxychloroquin nicht gesagt. Das Hydroxychloroquin ist ja der Wirkstoff, den wir von der Malaria kennen. Und von dort wissen wir, dass bei langfristiger Einnahme des Mittels es zu Ablagerungen des Wirkstoffes im Auge kam. Und man sah das besonders bei den Weißen, die in Afrika sich angesiedelt hatten und die praktisch kontinuierlich gegen Malaria diesen Wirkstoff nahmen. Also die nahmen ihre ganze Lebenszeit dort das ein. Und dann konnte man sehen, dass eben ab einem gewissen Zeitpunkt das gefunden wurde im Augenhintergrund. Die Schwelle liegt so bei 150 Gramm Hydroxychloroquin im Leben. Wenn die Schwelle erreicht wird, geht das Ablagern los. Aus diesem Grund steht die Nebenwirkung im Beipackzettel.
Wir kommen aber in der Behandlung der Borreliose nie auf in diesen Bereich. Wir bleiben weit, weit unten und weit entfernt von dieser Schwelle. Nur, wenn ich diese Behandlung mache und dem Patient nicht die Augen kontrollieren lasse, sagt er, oh, da geht das Risiko für mich ein und kümmert sich gar nicht ums Risiko. Darum habe ich die Patienten immer zum Augenarzt gesehen. Diese in Afrika beobachtete Nebenwirkung habe ich nie erlebt bei der Behandlung der Borreliose, nur um die Zuschauer eben zu beruhigen. Dennoch sage ich, lieber gucken, es ist eine einfache Form des Untersuchens, alle 3 Monate den Augenarzt mit einbeziehen. Und nun möchte ich auf einen Wirkstoff, ein Antibiotikum noch hinweisen, das sich sehr gut bewährt hat, aber in Europa nicht zu bekommen ist. Das ist das Gemifloxacin. Das wurde in Europa entwickelt, als Patent in die USA verkauft. Dort wird es vertrieben. Bei uns gibt es das nicht mehr. Das Gemifloxacin hat als Antibiotikum eine gute Wirkung, wahrscheinlich die beste von allen. Ist einfach zu nehmen. Man nimmt eine Tablette am Tag und das 7 Tage lang und kann es 3-mal wiederholen. Man muss es über die Auslandsapotheke besorgen. Es ist ein nicht zugelassenes Mittel in Europa. Also der Arzt verantwortet die Gabe und kann notfalls auch in Regress gezogen werden. Und was sich dann gezeigt hat, ursprünglich kostete das Mittel über die Auslandsapotheke so 50 bis 60 Euro. Auslandsapotheken können bei Importwaren den Preis frei gestalten. Wie Sie gesehen haben, die Verordnung nahm zu, wurde der Preis bis auf über 200 Euro pro Schachtel gehoben. Dann ist das natürlich schon eine andere Dimension, wenn man 3-4 Wochen behandelt, liegt man bei 800 Euro. In der Türkei gab es, ich habe es jetzt nicht neu kontrolliert, das Mittel für 20 Euro. Also wer dann Bekannte und Freunde aus der Türkei hat, konnte sich das mitbringen lassen. Die Wirkung gut, aber eben die Verfügbarkeit in Europa schlecht. Und das war dann das Schema, wie ich es angewendet habe. 1. bis 4. Woche Kombination von Azithromycin und Quensyl in diesen 7-Tages-Zyklen. Dazu wurde geschützt gegenüber Hefepilzinfektionen durch Lutschtabletten mit Amphoboronal. Und dann wurde das Labor kontrolliert. Und dann kam eine Pausenzeit von der fünften bis zur achten Woche. Warum das? Die Erreger vermehren sich in 4-Wochen-Zyklen. Also Borrelien haben keine kontinuierliche Vermehrung, sondern die sprechen sich ab und sagen so, jetzt vermehren wir uns. Das ist ein 4-Wochen-Rhythmus. Das heißt, wenn Erreger verblieben sind, die sich vermehren wollen, haben wir erst in der 9. Woche wieder damit zu rechnen. Und dann habe ich in der 5. bis 8. Woche ein naturheilkundliches Mittel eingesetzt, das Artemisia. Und dieses Artemisin ist ja auch bei Covid-19 in Diskussion gewesen. Es wurde erfolgreich eingesetzt, ist ein gut infektionsverhinderndes Mittel, das jetzt verschreibungspflichtig gemacht wurde, weil angeblich auch ein Krebsrisiko erkannt wurde, was ich eher für unwahrscheinlich halte, weil es ein Beifußabkömmling ja ist, das Artemisin. Wir sehen uns das gleich noch an. In der 9. Woche wurde dann nochmal 1 Woche behandelt, um etwaig wieder aufflammende Erreger zu blocken, um dann eben in der 12. Woche im LTT zu kontrollieren, wie war der Effekt. Die Behandlungsergebnisse waren außerordentlich gut bei dieser Strategie und ich habe sie in Seminaren den Kollegen angeboten und sie haben sich alle zurückgemeldet, haben gesagt, das geht toll. Die Ergebnisse waren gut. Das bespreche ich nicht im Detail, will aber darauf hinweisen, dass Azithromycin eben zugelassen ist bei Kindern ab 3 Jahren. Also im Prinzip kann das Schema auch angewendet werden bei Kindern ab dem 3. Lebensjahr und hat viele Vorteile und ist gegenüber dem Amoxicillin, was genommen wird, eben ein Vorteil. Und das ist nun die Forschungsarbeit zu Artemisia und seiner Wirksamkeit, die eben auch ausgezeichnet wurde, seiner Wirksamkeit gegenüber Infektionskrankheiten. Und es ist immer schwierig, solche naturheilkundlichen Mittel durchzusetzen, weil sie einfach dem Markt der Pharmaka schaden.
und dann werden ihre Effekte eher schlecht gemacht. Unter den naturheilkundlichen Mitteln habe ich diesen bevorzugt. Es gibt eine Reihe anderer, weil zudem die besten wissenschaftlichen Daten eben auch vorlagen, dass das Ganze eben auch sein kann. Und ich habe dann nun ein Verfahren eingeführt, ich glaube, das kommt jetzt, nein, ein Verfahren eingeführt, die sogenannte autologe Vollbluttherapie. Was ist das? Bei der autologen Vollbluttherapie wird Blut den Patienten abgenommen. Es wird dann abgekühlt und nach der Kühlung wieder in den Muskel zurückgespritzt. Man macht das 10-mal nacheinander. Das zieht sich über knapp 4 Wochen hin, 3-mal pro Woche, und steigert die Dosis, fängt mit 0,5 Milliliter an und steigert von Mal zu Mal um 0,5 Milliliter und kühlt das dann jeweils im 3-Sterne-Kühlfach des Kühlschranks ab. Und dieses Verfahren ist in der Lage, das Immunsystem sehr gut zu regeln und auf die Infektion hin gut auszurichten. Dafür gibt es gute Forschung. Es hat sich sogar in der Charité einer damit habilitiert bei der Erforschung dieses Verfahrens. Und wie ich diese Arbeit gesehen habe, war das für mich der Grund, es für die Behandlung der Borreliose aufzunehmen. Und ich muss einschränkend sagen, das, was ich aus der Zeit vor Corona sagen konnte, trifft nicht mehr zwingend zu, weil bei den Patienten, die geimpft sind und infiziert sind, ist festzustellen, dass das Immunverhalten sich völlig ändert. Und diese Patienten tolerieren diese so bewährte Therapie nicht mehr gut. Wir müssen also andere Wege finden. Die Immunsysteme sind nicht mehr bei den Geimpften gleich modulierbar. Ich werde in einer Woche auf einem Kongress in Japan zu dieser Thematik vortragen, weil wir stoßen jetzt auf neue Situationen und können auf das, was vertraut war in der Vergangenheit, nicht ohne weiteres bauen, dass wir es weiter so machen können. Da machen wir eine separate Sendung noch dazu. Ja, also ich sage, ich schränke jetzt das eigene Verfahren, das ich wirklich erfolgreich über viele Jahre eingesetzt habe und das so wenig Komplikationen gemacht hat, schränke ich ein, weil wir im Moment nicht wissen, ob das Verfahren weiterhin den gleichen Wert hat, wie es in der Zeit vor den Covid-19-Infektionen tatsächlich nur hatten. Hier sehen wir die Effekte dargestellt. Die Lila-Säulen sind die LTT-Befunde vor Behandlung. Und da gibt es einen Stimulationsindex, der soll unter 2 liegen. Dann ist der Befund normal. Und dann sehen wir nach Behandlung unten die vorderen Säulen. Und die sind alle im normalen Bereich. Das war aus einer Behandlungsgruppe von 25 Patienten. Das hatte ich damals auf einem Kongress auch vorgetragen. Ich kann sagen, dass dieses Verfahren von den Kollegen fast euphorisch benutzt wurde und alle haben gesagt, das ist toll. Die Patienten hatten eine gute Compliance, weil sie wurden sehr natürlich behandelt und hatten die ganzen Risiken der Antibiotika nicht. Überzeugt hat mich das Verfahren, weil ich einen Patienten behandeln musste, der Antibiotika verweigerte. Er sagte, ich habe als Kind alle Antibiotika so schlecht vertragen, ich lasse mir keins mehr geben. Lassen Sie sich etwas anderes einfallen. Dann habe ich ihm vorgeschlagen, dieses Verfahren anzuwenden als Erstbehandlung. Er hatte noch keine andere gehabt. Dann hat er nach der 3. oder 4. Injektion eine Herxheimer-Reaktion bekommen, wie sie bei Antibiotika auftritt. Was ist eine Herxheimer-Reaktion? Eine Herxheimer-Reaktion entsteht durch den Zerfall der Erreger. Der Körper wird durch zerfallende Erreger überschwemmt und löst eine sehr starke Immunreaktion aus, aber nur, wenn eben auch die Erreger rasch zerfallen. Gut. Das passierte tatsächlich bei dem Verfahren. Dann dachte ich, halt, wenn eine Herxheimer-Reaktion auftritt, dann tut das auch das, was ich möchte. Und das hat nur bestärkt dazu, dieses Verfahren einzusetzen. Wie gesagt, Einschränkung, ich weiß nicht, ob es weiter so geht. Das sind jetzt noch die Co-Infektionen, die kann man nachschauen. Aber das Azithromycin, was ich einsetze, ist bei den meisten Co-Infektionen auch verwendbar, so dass ich das nie übertrieben habe, das Ausmaß der Co-Infektion zu untersuchen, weil man mit dem Behandeln die auch erfasst, auch mit Artemisia erfasst man sie, auch mit dem Eigenblut. Das differenziert nicht nach Erregern, sondern die Abwehr greift jeden an, der nicht hergehört. Das heißt, da kann man die Kosten, die man den Patienten verursacht, natürlich begrenzt halten.
Es gibt viele Kollegen, die haben das sehr extensiv betrieben, dann sind Diagnostikkosten gleich von 3.000 Euro da. Ich denke, das müssen wir uns überlegen. Wir müssen auch an den Geldbeutel derer, die wir behandeln, denken und müssen sehen, was muss sein, was ist aber auch verzichtbar. Ich habe das also nicht über die Maßen eben betrieben und das ist hier noch dargestellt. Und dann kommen wir noch ein bisschen zu den physikalischen Verfahren. Und da hat sich die Hyperthermiebehandlung bewährt. Ich habe sie selbst nicht durchgeführt, weil ich auch kein Gerät hatte. Aber man muss natürlich unterscheiden, wie führt man Hyperthermie durch. In den Praxen wird meist eine gemäßigte Hyperthermie durchgeführt. Die heizt den Körper so bis 39 Grad an, also wie eine hochfieberhafte Erkrankung. Das ist aber relativ unzuverlässig. Also eine gute Hyperthermie muss an die 41 Grad ran und da sind wir in einem riskanten Bereich. Mhm. Das heißt, man muss es klinisch machen, man braucht Notfallbereitschaft, da müssen Anästhesisten da sein. Und es hatte damals der Dr. Daues in Bad Aibling das eingeführt. Er hatte klinisch alle Vorrichtungen dafür, um das zu machen und hat es kombiniert allerdings mit einer antibiotischen Behandlung. Denn es ist so, dass bei Hitze der Erreger flüchtet im Körper. Er möchte der Wärme entgehen. Also er schwimmt rum und will weg. Wir erreichen ihn dann gut. Wenn er in Verstecken ist, wie den Seen oder so, erreichen wir ihn nicht. Da dabei auch die Sehnen heiß werden, flüchtet er natürlich auch aus den Sehnen, um kühleres Gewebe zu suchen, was er natürlich bei Hyperthermie nicht mehr findet. Und da haben die Antibiotika dann eine bessere Wirkung. Mhm. Drum war, es gibt Hyperthermie alleine, es gibt eben auch in dieser Kombination, und das war durchaus sehr erfolgreich, das einzusetzen. Dann wird die intermittierende Hyperoxytherapie, über die Sichersendungen in den anderen Bereichen auch gesprochen haben, eingesetzt. Und es gibt jetzt auch Behandlungsverfahren mit elektrischen Feldern, zu denen ich nichts sagen kann. Eine Reihe weiterer naturheilkundlicher Mittel werden angesprochen, aber da haben wir wenig wirklich konkrete Daten. Ich habe so ein bisschen das genommen, was wir eben auch mit Daten belegen können und was auch ich eingesetzt habe. Ich empfehle nicht, alles, was machbar ist, zu machen, sondern sich aus verschiedenen Bereichen drei Verfahren herauszunehmen, damit man einen Überblick behält bei den Patienten, was geht auch nicht, welche Risiken sind da und darf sich nicht verzetteln. Mhm. Am Schluss noch das, wir werden von der Zecke nicht gestochen, wir werden auch nicht gebissen, sondern wir werden gesägt, das sehen wir hier auf dem Schlussbild. Gesägt. Die Zecke hat also wie zwei Sägeblätter, die gegeneinander reiben. Und mit denen schneidet sie sich in die Haut ein. Dadurch merken wir das gar nicht, wie ein Stich einer Biene oder so. Und damit beißen sie sich fest. Und wenn man dieses Bild im Internet aufsucht, kriegt man es auch noch mit Bewegung. Da sieht man dann, wie das Ganze hineingeht. Also man müsste sagen, ich bin von der Zecke gesägt worden und nicht gestochen oder gebissen worden. Mhm. Damit wäre ich für dieses Thema am Ende angelangt. Ich weiß nicht, ob du noch Fragen hast. Diese Hyperthermie, ich hatte das auch schon mal versucht, aber ist schon hart. Also über 40 Grad zu kommen, ist für den Organismus eine unfassbare Belastung. Ich habe danach abgebrochen. Meine Frau hat es mal geschafft auf 41, aber das ist hart. Ja, man darf ja nicht vergessen, Fieber heißt auch Gegenregulation. Das heißt, der Körper muss versuchen, diese steigende Temperatur in Schach zu halten. Das ist ja eigentlich seine Anstrengung. Dafür braucht er Energie ohne Ende. Mhm. Das heißt, der Körper schaltet seine Klimaanlage an und sagt, es wird heiß, Klimaanlage an. Und das ist aber immunologische Höchstarbeit. Mhm. Und da kommt es darauf an, wie viele Energievorräte sind da, wie gut funktionieren die Mitochondrien. Je älter wir werden, desto schwächer sind auch die auf der Brust. Also ich empfehle nicht ohne Grund das Verfahren in den klinischen Bereich hinein, weil man gar kein einheitlich reagierendes Klientel hat. Das kann natürlich ein 25-Jähriger leichter bewältigen als ein 62-Jähriger. Also wenn man es gut machen will, muss man hoch hinauf. Wenn man hoch hinauf will, hat man Risiken, die man eingeht von Seiten des Herz-Kreislauf-Systems.
Da muss eine Notfallbereitschaft da sein und Kollegen, die mit Notfällen umgehen können, Kompetente müssen auch zur Verfügung stehen. Das kann man nicht so zwischen Tür und Angel machen. Ich wusste nicht, dass es so aufwendig und kompliziert sein kann, Borrelien zu behandeln. Frage, sind viele Menschen davon betroffen eigentlich? Wie sieht das so statistisch aus? Also wir haben eine hohe Dunkelziffer. Das liegt an der Diagnostik, weil wir eben viele Fälle, bei denen das Immunsystem nicht die von den Referenzzentren geforderten Signale sendet, die erfassen wir damit nicht. Das heißt, ein Gutteil der Borreliose-Kranken erkennen wir nicht. Ich bin der Meinung, dass die Borreliose den Bereich der Volkskrankheit erreicht hat. Und das ist eine hohe Rate. Wir liegen sicher im Bereich von 7-10% der Bevölkerung. Und da diese Krankheit erhebliche soziale und auch persönliche Konsequenzen hat, funktionelle Einschränkungen mit Arbeitsunfähigkeiten verbunden ist, ist es eine Krankheit, die bisher in den Auswirkungen auf die Gesellschaft völlig unterschätzt wird, aus meiner Sicht. Ich danke dir ganz herzlich für diese Erläuterungen. Und das ist etwas, was mir so Spaß macht beim Reden mit dir. Es ist quasi eine Vorlesung und so wissenschaftlich und fundiert und nicht einfach Kaffeesatz lesen, dass sich damit beschäftigt. Das sind einfach Sachen, die Ärzte und Therapeuten jetzt zusehen als Weiterbildung nutzen können. Und deshalb ganz herzlichen Dank dafür. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und da kann ich eigentlich dazu appellieren, sich einen Arzt, einen Therapeuten zu suchen, der diesen Weg mit Ihnen geht, individuell geht und das auch umsetzt, um Sie aus diesen Borreliosen-Gefahr und Problematiken herauszubringen, sodass das Leben auch wieder richtig viel Spaß macht und lebenswert ist. Auf diesem Weg alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.